Eklatanter Personalmangel, 3 Jahre pandemiebedingte Belastungen, ausbleibende Kita-Rechtsreform. Es besteht Handlungsbedarf, denn die Kindertagesbetreuung in Brandenburg weist nach wie vor zahlreiche Defizite auf. Elternverbände und Träger frühkindlicher Bildung rufen gemeinsam mit der Stadt Cottbus den ersten Lausitzer Kita-Gipfel ins Leben. Zusammen soll ein breit aufgestelltes gesellschaftliches Bündnis aus Eltern, Organisationen und Unternehmen geschaffen werden. Der Elternbeirat Cottbus will dafür die Arbeitgeber mit ins Boot holen. Na, erstmal müssen wir sie für uns gewinnen und ihnen zeigen, wie die Situation ist. Denn viele Arbeitgeber wissen das gar nicht, wie oft wir händeln müssen, wir Eltern, zwischen Kita und Arbeit. Und dann würden wir gerne was gemeinsam mit den Unternehmen erarbeiten, in welche Richtung es auch immer geht. Na, wir stellen uns ein breites Bündnis vor hier in der Lausitz, aber wie das zustande kommt, müssen wir erstmal schauen, wie weit die Unternehmen bereit sind mitzumachen, was die Möglichkeiten überhaupt sind. Beim Kita-Gipfel soll vor allem die Ist-Situation aufgezeigt und Verständnis für die Situation der Eltern geschaffen werden. Die ElternvertreterInnen stoßen damit bei der Stadt auf offene Ohren, denn als Stadt wünschen wir uns, dass das Kita-Recht in Brandenburg dringend reformiert wird. In diesem Kita-Gesetz sind ja alle Rahmenbedingungen für die Kindertagesbetreuung in Brandenburg geregelt. Und hier wäre es uns wichtig, dass das gründlich auf den Prüfstand gelegt wird. Der Prozess hatte eigentlich schon begonnen, ist dann abgebrochen worden. Wir wollen, dass das wieder aufgenommen wird, dass die guten Ideen, die in diesen vielen Arbeitsgruppen zusammengetragen werden, auf den Prüfstand kommen. Dass die Player, das sind die Spitzenverbände, die kommunalen Spitzenverbände und die Elternvertreter und das Land natürlich, dass die sich wieder alle an den Tisch setzen und schauen, was in dieser Legislaturperiode jetzt hier noch zu regeln geht in diesem Land. Wichtig ist uns, dass die Eltern- und die Kinderinteressen berücksichtigt werden. Wichtig ist uns, dass gute Rahmenbedingungen geklärt werden im Rahmen Personal, im Rahmen Räumlichkeiten. Und wichtig ist uns auch, dass die Finanzierung in Brandenburg neu aufgestellt wird. Das ist im Moment ein großes Durcheinander, wenn man das so sagen kann. Und hier wünschen wir uns sehr viel mehr Klarheit. Für den Erfolg des umfassenden Strukturwandels in der Lausitz und den damit verbundenen dringenden Fachkräftebedarf sind qualitativ hochwertige Kita-Plätze ein wichtiger Faktor für Unternehmen und Angestellte. Die soziale Infrastruktur muss auch in diesem Bereich ausgebaut werden, um die Lausitz attraktiv für junge Familien zu machen. Hier müssen wir uns weiterentwickeln. Im Kita-Bereich sind wir im Moment gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben eine Zahl auch von freien Plätzen, also das ist ein breites Angebot. Wir haben eine breite Trägervielfalt mit sehr vielen unterschiedlichen pädagogischen Angeboten. Aber wir müssen natürlich sehr aufmerksam schauen, wie funktioniert die Strukturentwicklung, wie entwickelt sich die Demografie in Cottbus und wie müssen wir nachsteuern. Und das müssen wir sehr eng und zeitnah machen. Ich denke, Unternehmen müssen dafür sorgen, dass familienfreundliche Bedingungen in ihren Unternehmen geschaffen werden, dass sie Rücksicht nehmen auf die Bedarfe, die Familien mit kleinen Kindern und auch größeren Kindern haben. Das ist wichtig. Und wenn ein großes Unternehmen am Ende, wenn der Bedarf in Cottbus gegeben ist, eine Betriebskita baut und eröffnet, ist auch dagegen nichts einzuwenden. Um diese Anforderungen zu stemmen, sind auch die Arbeitgeber in der Pflicht, familienfreundliche Bedingungen für ihre Mitarbeitenden zu schaffen. Ein Unternehmen, welches sich schon viel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzt, ist die LEAG. Für Personalvorstand Jörg Waniek ist das Thema besonders wichtig. Ich glaube, wir machen noch zu wenig, obwohl wir eins von den Unternehmen sind, die, glaube ich, das Thema Beruf und Familie schon im Blick haben. Es ist für uns halt schwer, gerade im Bereich der gewerblichen Mitarbeiter, draußen in den Tagebauen und Kraftwerken passgenaue Antworten auf Probleme zu finden, wo die Familien gefordert sind. Ich bin ja selber nur auch Botschafter für das Programm Beruf und Familie des Bundesfamilienministeriums und da ist mir es wirklich ein Anliegen, hier bei uns in der Region Anstöße zu geben für die Unternehmen und vor allem auch für die Familien Verbesserungen herbeizuführen und mir auch Anregungen mitzunehmen. Und ich glaube, dass so ein Austausch in einem Netzwerk wie heute für alle Beteiligten eine gute Sache ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute an neuen Impulsen mit erfahren werden. Signale des Verständnisses kommen nicht nur aus dem Rathaus. Auch die Handwerkskammer Cottbus sichert den Trägern und den Eltern zu, gemeinsam an den Zielsetzungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf arbeiten zu wollen. Um gleiche Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder sicherzustellen, ist es noch ein weiter Weg. Den wollen die verschiedenen Akteure in der Lausitz jetzt gemeinsam bestreiten.